Für unsere Freunde wird's langsam brenzlig. Für Charlie war es zu brenzlig. Es kann schwierig sein, mit jemandem zu arbeiten, dem man nahesteht. Ich hatte das für eine gute Idee gehalten. Mark und Kate könnten es schaffen und dabei neue Dinge übereinander erfahren. Und was halten Sie von Mr. Dumets netten Animatroniken? Ich halte sie für recht pfiffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag. Es wäre nur fair, wenn ich Ihnen jetzt zum Ausgleich sozusagen einen Hinweis gäbe. Was denken Sie? Ja. Vielleicht helfen uns ja die Werke von Sir Arthur Conan Doyle weiter. Der gute Herman Mudgett, so scheint es, mochte Sherlock Holmes so sehr, dass er dessen Nachnamen annahm. Hier. Er besitzt ein Gehirn ersten Ranges. Regungslos sitzt er, gleich einer Spinne, im Mittelpunkt eines Netzes. Allein dieses läuft in tausende von Fäden aus. Und er spürt das leiseste Zucken eines jeden derselben. Ich hoffe, das hilft. Sie sollten wieder ans Werk gehen. Viel Glück. Ich... am besten nicht spoilern. Ich hab halt echt gedacht, weil halt in dieser Vorwarnung, da stand er ja an der Tür, und das sah halt so ein bisschen aus, als hätte er festgehangen oder halt irgendwas versucht zu zuppeln. Und da dachte ich so, okay, wir haben vorhin gesehen, wie sie aufgespießt wurde und da haben wir uns verteidigt und das war falsch. Also hätten wir da einfach den Inhalator nehmen sollen. Und ich dachte hier, okay, ich habe die Wahl zwischen Tür und Gitter, also soll ich vielleicht nicht an die Tür gehen, sondern an das Gitter. Meine Idee war, Hitze steigt ja auch erstmal nach oben, dass hier unten in dem Schacht vor den Flammen und vor der Hitze vielleicht erstmal sicher wäre, dass das nur so eine kurze Geschichte ist mit dem Feuer. Aber offensichtlich war es keine kurze Geschichte. Offensichtlich haben sie den Raum so lange erhitzt, bis alles da drin verbrannt ist und dann war es tatsächlich scheißegal, dass er da drin lag. Warum ihr das Gitter da wieder drüber gemacht hat, als er schon drunter gelegen hat, weiß ich jetzt auch nicht. Meine Idee war, zwischen dem Stein ist er geschützt vor den Flammen und kann das vielleicht aushalten. Aber offensichtlich wurde die Temperatur in dem Raum durch das Feuer einfach nur so hoch, dass er es nicht ertragen hat. Ich dachte halt, okay, in der Vorwarnung stand er an der Tür, also musste wahrscheinlich das Gitter machen. Das war so meine Idee. Jo, jedenfalls ging das in die Hose. Weil ich dachte jetzt, wie soll er denn die Stahltür aufkriegen? Dieses Schiebefenster war ja zu. Wie hätte er denn jetzt die Schiebetür öffnen sollen? Hätte er da jetzt mit den blanken, schwitzigen Händen versucht, dieses Schiebefenster zu öffnen, um dann da irgendwie seinen Arm auszurenken? Wir haben ja gesehen, als er schon mal versucht hat, dass er das nicht erreicht hat. Also bin ich davon ausgegangen, es war meine logische Schlussfolgerung, dann in dieses Gitter zu gehen. Ich bin nicht bereit. Von da unten. Was, wenn das Aaron ist? Niemals. Das ist noch eine Falle. Es ist hier der einzige Ausweg. Also finden wir es raus. So, Tülü. Da sind wir jetzt wieder. Wir hatten ja abgebrochen nach dem letzten Mal. Weil ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Und wir haben Charlie im Feuerraum verloren, so wie es aussieht. Ist das denn so klug? Wir haben keine andere Wahl. So, wir spielen jetzt Jamie. Ich bin so froh, dass wir jetzt ein bisschen schneller laufen können als die letzten Male. Nach wie vor. Die hören sich gerade so komisch an, schätze ich mal, weil wir beobachtet werden die ganze Zeit von halt, ich sag mal, dem Puppenspieler oder Fädenzieher, wer auch immer. Deswegen hören die sich gerade so seltsam an. Wo sind wir?
Ich muss aber dazu sagen, dass es halt den ein oder anderen Soundbug auch gibt, wo sie dann plötzlich von jetzt auf gleich Englisch sprechen. Also, ja. Bei Charlie habe ich mich für die Gitter entschieden, Fiara. Meine größte Angst sind Quicktimes, die ich verhaue. Sind in einem... Das ist ein Gemeinschaftsbadezimmer? Ja, wahrscheinlich. Gästeklo auf jeden Fall. Wir versuchen uns wieder ein bisschen umzusehen. Ich muss erstmal reinfinden. Es ist ganz gut, dass das Spiel halt permanent speichert. Das heißt, du spielst wirklich immer an der Stelle weiter, wo du aufgehört hast. Es ist aber auch ein kleiner Nachteil, wenn halt von mir aus gleich irgendeine sehr actionreiche Szene ansteht und du bist nicht bereit. Weil du halt, wie ich, jetzt 2 Tage Pause hattest. Ich habe mich übrigens mit jemandem unterhalten, der das Spiel im Multiplayer durchgezockt hat. Und da sind auch nochmal sehr interessante Sachen herausgekommen. Unter anderem Sachen, über die ich mich geärgert habe und über die ich mich nicht alleine geärgert habe, sondern tatsächlich auch noch andere. Also manche Fehler, die mir hier passieren oder auch Bugs, die mir hier passieren, passieren auch anderen. Macht das Spiel also nicht alleine kaputt. Manche Sachen sind Game Design technisch nicht so klug. Wie zum Beispiel am Anfang, als wir den Berg hochgekraxelt sind und ich rechts eigentlich noch über die Seitenwand wollte, es aber auch den Weg gab, über diesen Zug zu klettern. Und ich dachte, ja, gucken wir uns mal den Zug an. Und dann ging es aber nicht mehr zurück. Also, da haben wir wieder das Englisch. Da wurde gerade Englisch gesprochen. Also darüber haben sich auch andere gesprochen. Geärgert. So, wo sind wir denn hier? Das ist eine Schwimmhalle. Was zur Hölle? Der Columbus Bar ist jetzt für Gäste geöffnet. Wir behandeln jeden unserer Gäste hier wie ein echtes Kunstwerk. Mistkerl. Er beobachtet uns. Also Gäste wie Kunstwerke zu behandeln, finde ich ja schon generell fragwürdig. Von Anfang an schon. Ich komme hier nirgendwo durch. Ja, im Multiplayer ist es sehr hart verbuggt tatsächlich, aber es ist auch im Singleplayer nicht unbedingt besser. Also es gibt auch hier Sachen, die nicht so nachvollziehbar sind. Der Feuerzeug-Bug zum Beispiel, den gibt es in beiden Versionen. Ich würde es echt gerne nochmal Multiplayer spielen, deswegen habe ich ja gesagt, am 1.1. gibt es auf Twitch nochmal einen Couch-Run zusammen mit meinem Ehemann hier. Was haben wir denn da? Jesse Clark. Einer der Bauarbeiter? Wir hatten ja Briefe gelesen, dass ja auch Bauarbeiter teilweise irgendwie ums Leben gekommen sind. Und immer 5er-Gruppen verschwinden. So, was siehst du da? Ich möchte auch sehen, was du siehst. Nein, jetzt Real Talk, Marc. Was guckst du dir da an? No point just standing around. Ja, da redet sie wieder Englisch mit mir. Er startet ins Loch. Schwierige Aussage. Geht's hier weiter? Nö, ist eine Alpha-Wand. Da ist eine Alpha-Puppe. Hallo? Excusen Sie mich? Ich wollte nicht spannen, es tut mir sehr leid. Sehr adretter Oberkörper. Was dem Rest zugestoßen ist, es tut mir sehr leid. Ich habe tiefstes Mitgefühl für Sie. So, wir müssen uns jetzt bestimmt an der Wand entlang brechen, oder nicht? Das erschien mir logisch. Dann hüpfen wir darüber. Okay. Ist auch realistischer. Ich reg mich nicht drüber auf, dass sie die Voice Lines nicht gefixt haben. Ich reg mich nicht drüber auf. Scheiße! Sagt man nicht. Was haben wir denn hier? Was zum Vorlesen? Unser gesamtes Personal von Dr. Pulley, 19. April 1934, betrifft Deckeneinsturz im Heizungskeller.
Sehr geehrte Damen und Herren, der durch einen Rohrbruch in der Wäscherei verursachte Wasserschaden hat zu einem Deckeneinsturz im Heizungskeller geführt, wodurch es zu schweren Schäden an der Heizungsanlage und Wasserzufuhr kam. Aufgrund dieser Umstände haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Spa sofort zu schließen, bis Reparaturarbeiten durchgeführt werden können, was womöglich einige Monate dauern wird. Die Gäste werden derzeit informiert und gebeten, ihre Zimmer bis zum Abend zu räumen. Mit freundlichen Grüßen H. Palley und Dr. Harold Palley. So, wieder Englisch. Darf man einen Tipp geben wegen den Karten? Wegen den Karten? Wegen dem Umdrehen oder so? Oder meinst du, dass ich damit Sachen öffnen kann? Das weiß ich tatsächlich schon. Also ich frage meistens nach Tipps. Es sei denn, also was ihr dürft, ist, wenn ich an Sachen drohe, vorbeizulaufen. Also wenn ihr merkt, ich glaube, sie übersieht da gerade was oder sie hat da was übersehen, dann dürft ihr das ruhig reinschreiben. Das finde ich okay. Ansonsten vielleicht warten. Darf es nicht sagen, Nina? Ja, du darfst nicht. Böse. Meine Mods haben Nein gesagt. War das schon alles oder kann ich den Brief umdrehen? Ich gucke nochmal. Ja, da steht noch was. Reise. Ich habe Nein gesagt, okay. Nö, das ist ja auch ein Nein. Also für generelle Tipps ja, nein. Dann nicht, nicht ungefragt auf jeden Fall. Da hat ja der Elf auch absolut recht. Aber Elfi darf ja auch reinschreiben, wenn ich was übersehe. Sag mal, könnt ihr nicht einfach Deutsch reden? Was hat das Spiel gekostet? 40 Euro, glaube ich. Und sie kriegen die Voice Lines nicht gefixt. Das Spiel ist über eine Woche draußen und das ist nicht gefixt. Und ich befürchte, das wird auch nicht gefixt, weil sie sich denken, yo, verkauft sich ja, also so what. Er untersucht weiter den Dreck. Ich hatte auf Hütte. Ma'am? Welche Modepuppe hat denn so eine Möpse? Interessant. Marc ist der Dreckexperte, ich glaube auch. Er ist der Experte in dunkle Löcher gucken. Ja, da geht's nicht weiter. Diesen Fall wünsche ich mir manchmal öfter. Abgeschlossen. Wo das wohl hinführt? Ich versuche, sie zu öffnen. Ihr sucht weiter nach einem anderen Weg raus. Marc, hilf mir mal. Ich glaube, wir kriegen dieses Ding kaputt. 3, 2, 1, los! Kate? Was ist passiert? Wir kommen zurück, bleib da! Beeilt euch! Kate sagt einfach gar nichts. Oh, das tat weh. Was? Das steht nicht im Skript, ich... Das steht nicht im Skript? Wie, das steht nicht im Skript, Kate? Warum war Kate A. überhaupt nicht überrascht und B.? Warum hat Kate jetzt gesagt, ich spucke gleich vor lauter Aufregung. Warum hat Kate jetzt gesagt, es stand nicht im Skript? Hat Kate mit der ganzen Sache hier zu tun? Hat Kate es spannend machen wollen und hat das hier alles angezettelt und es läuft aber aus dem Ruder, weil sie sich mit dem Falschen eingelassen hat? Wusste deswegen auch die Person... Das war die Frau von der Ansage?
Wir haben eben noch von Kate gesprochen. Das war die Frau von der Ansage? Dann nicht. Dann nicht, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte gerade, oh, passt auf, Kate hat das alles inszeniert, weil ihr das immer zu langweilig ist. Und dann läuft aber alles schief. So ein bisschen wie bei Until Dawn. Spoiler! Wo der Typ das alles eingefädelt hat und dann gab es da aber noch die Wendigos und die sind dann halt wirklich böse gewesen. Schade. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt das Rätsels Lösung ein wenig näher entdeckt. Oder wäre dem schon näher gekommen. Genau, da haben wir wieder eine Dumet-Karte. Spoiler. Also wer Until Dawn bis heute nicht gespielt hat, der hat aber auch, also wirklich, also sorry, not sorry. Sorry. Wo ist Matt? Das Matt-Brötchen ist gegangen. Der guckt schon wieder in so eine dunkle Ecke. Ich glaube, der braucht eine Therapie. Was ist denn mit ihm? Ich denke immer, oh, was sieht er denn da Spannendes? Aber er guckt einfach nur des Guckens willen irgendwo hin. Das hier war mal eine Sauna, oder? Er ist ein Eckengucker. Ein Ecken- und Lochgucker. Es ist dunkel, also gucke ich rein, Gucker. So einer ist er. So, können wir hier rüberklettern? Ja, Mann. Also, die Tür, die funkelt. Aber ich glaube, die geht nicht auf, weil die ist ja zugenagelt. Hallöchen, Wallenstein, wie geht's dir? Ich gucke nur. Ein Piepmatz. Kra. Er könnte als Gynäkologe arbeiten, da gibt es genug dunkle Löcher. Als Urologe auch. Hier atmet es eklig, da gehe ich nicht rein. Hier atmet es eklig, das ist mein Keine-Angst-Lied. Da, 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 da. Aus der Ecke kam ich. Aber hier war ich noch nicht gucken. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Whirlpool-Wanne. Ich weiß nicht. Ich finde sowas immer sehr suspekt. Guten Tag, Ma'am. Ich lese erstmal den Zettel hier. Ist wieder dieses Baufirmen-Logo drauf. Jessie, ich kündige mit sofortiger Wirkung. Wenn du das hier liest, werde ich die Insel bereits verlassen haben. Such nicht nach mir. Ich kündige. Mir reicht's. Monika. Vier Tage bis zum Weh. Fühl dich geknuddelt, Wallenstein. Soll ich die Tür öffnen? Nö. Die quietscht ein bisschen beim Atmen. Loslassen! Lass mich los, du Arschloch! Ich bin... Nein, ich... Also ich sehe Einstichwunden an der Schulter, dann unter dem rechten Schlüsselbein... Dann Herzseite unter der linken Brust und rechts im Nierenlendenbereich. Ich würde sagen, es war schmerzhaft und qualvoll. Laura Murphy. Da stehen halt Zahlen drauf, ne? Bei dem anderen stand eine 11, bei ihr steht eine 9. Die Ärmste. Dass die das nicht kommentieren, so was wie, oh mein Gott, was für eine abgefuckte Scheiße. Sie so, oh cool, ein Tonband. Mhm, okay, da wurde jemand abgestochen. Ja, pff. Die ist so gleichgültig, das ist ein bisschen sad. Jetzt gehe ich hier rein. Hallöchen Felix, wie geht's dir? Brüderchen, komm, häng mit mir. Eine Schlinge knüpf ich dir. Du
27 Münzen. Ach, schade, ich wollte die Arie genießen. Ich häng ab. Ich zählt nicht am Boden. Ja, genau das, Elfi. Marc geht's gut. Guten Tag, Mister. Das ist wohl seine Spielecke hier. Guck mal, Ventilator. Das bin ich im Sommer, wenn ich streame. Ihr seht das bloß nicht. Na, da sitze ich auf meinem Stuhl, auch unten ohne, nur mit einem Handtuch drunter, damit der Schweiß irgendwo hinläuft. Ne? Ventilator steht da, richtig so beidbeinig, dass hier alles belüftet wird, was belüftet werden muss. Und nur obenrum habe ich halt ein bisschen was an. Ne? Das bin ich im Sommer, legit. Das sind wir alle im Sommer, wir geben es bloß nicht zu. Felix Knuddel geht raus. Wie siehst du mit einer Hand? Ich komme da mit zwei Händen nicht hoch, aber. Natürlich. Was ich jetzt. Ich wollte den Chat gucken. Ich wollte. Was war das? Das muss ein echt schönes. Ah, puh. Es muss ja ein schöner Gesichtsausdruck gewesen sein. Ich wollte gerade, ich lese so Chat, ich sehe so die Figur, ich lese so Chat, ich will antworten. Und in dem Moment wird die Alte da weggezogen. Huh. Das war ein sehr ehrlicher, tiefgründiger Schrei. Ah, schön. Oh, hast du mich gerade schreien hören? There must be a way out. Ah, schön. Ich habe mich ganz kurz selbst einuriniert, ja. Außer Aaron, noch jemand gestorben? Charlie eventuell? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Beruhige dich, mein Herz. Gut. Kurz ist bei 80. Alles wieder normal. There must be something useful around here. Jesus. Wenn wenigstens Untertitel kommen würden, aber auch die kommen nicht. Ich meine, ich habe ja verstanden, so ungefähr, was ihr jetzt von mir wollt, aber trotzdem. Texturfehler gibt's auch. Ja, nicht im Chat lesen, mehr Horrorspielen. Da war doch gerade was? Ach, da ist ein Loch. Ach so. Ich habe das Loch übersehen. Es war so klein und unauffällig. Ja, vielleicht sollte ich, wenn ich sowas Gruseliges ins Visier nehme, einfach nicht in den Chat gucken. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich den Chat letztes Mal so ein bisschen außer Acht gelassen hatte und das hat mich ein bisschen sad gemacht. Keep looking around. Hallo. Warum sind denn die Charaktere eigentlich so unerschrocken, ja? Wenn ich da wäre, in so einem dunklen irgendwas. Es muss einen Ausweg geben. Ich würde mir einscheißen, ich würde schreien, ich würde mich bewegen und die Figur so, ja, cool, die wird weggezogen. Nice. So ein bisschen wie die Emily, so ein bisschen Drama, so nein, nein, Matt, Matt. Sowas wünsche ich mir jetzt gerade so ein bisschen, wenn sowas passiert. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Oh mein Gott, Matt. Sowas wünsche ich mir. Endlich in Dreamrose, schön dich zu sehen. Hm?
Ja, er hat schon wieder seine englische Stimme. Mein Hund hat auch gerade seine 5 Minuten wieder. No point just standing around. Vor allem, er klingt so, als hätte er irgendwas Böses verschluckt. Findest du deinen Weg hier rüber? Ich frage für einen Freund. Und geht's dir gut? Mein Hund muss auch denken, was ist denn mit der Alten? Also falls ihr Hintergrundgeräusche hört, was so ein bisschen nach grunzendem Wildschwein klingt, das ist mein Hund. Warum bin ich jetzt hier runtergeklettert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich weiß auch nicht so genau, was ich jetzt hier mache. Ich dachte, hier unten gibt es jetzt voll das Secret. Hier ist noch ein Loch. Da kannst du reingucken. Ich glaube, ich muss wieder hoch. Der kommt schon. Der hat es wieder festgestarrt. Ich glaube auch. Ach, guck mal. Da kann ich lang schlürfen hier. Das könnte ich halt nicht, ne? Wenn ich das machen würde, ich würde einfach runterfallen, weil mein Hintern zu dick ist. Und andersrum geht auch nicht, weil mein Bauch auch zu dick ist. Ich hätte jetzt auch da unten mit einer Münze gerechnet, dachte ich nämlich auch. Ich dachte kurz so, ja. There must be something useful around here. Something useful around here. Mark, hilf mir hier bitte gerade mal. Excuse me, ich habe getrunken. Wir machen es nochmal, okay? Na toll. Jetzt werden da Vorhersagen darüber gemacht. Ob ich wohl noch andere Charaktere von denen, die es jetzt hier gibt, versehentlich in den Tod schicken werde oder nicht. Ich gehe von einem starken Ja aus. Also Leute, wettet besser nicht für mich. Das ist der Erhangene. Und ich in Untergang. Ich bin ganz entspannt. So, ich wünschte, ich könnte euch jetzt allen trotzen. Ich nicht mehr. Ach, Star Wuschelkopf, es tut mir leid. Oha. Sei still. Nein. Meine Nein. Nein. Bitte, sei still. Bitte. Ey, das ist doch wirklich so eine Saw-Geschichte, oder? Das ist doch wirklich Real Talk. Das sind alles Saw-Fallen. Ich habe das Gefühl, ich mache immer das falsch, weil das, was ich machen möchte, ist meistens falsch. Ich habe aber Angst. Was ist das? Ist das eine Art Botschaft? Er will uns Angst machen. Oder uns was sagen. Ich habe halt prinzipiell und grundsätzlich immer Angst, dass meine Entscheidung falsch ist, weil, wenn ich mich logisch entscheide, ist es falsch. Wenn ich mich aber versuche, unlogisch zu entscheiden, habe ich Angst, dass die wollen, dass ich mich unlogisch entscheide und dann ist es auch falsch. Oje. Eine Kettensäge und nur einer darf leben. Klar, drücken wir auf den Knopf. Das ist einfach ein riesiges Diorama hier.
Man kann ja mit den Münzen, die man hier sammelt, auch Dioramen freischalten beim Kurator. Spa Master Schlüssel. The Master Key. I said, oh, oh, death. Oh, oh, death. Won't you spare me over to another?